Hey Leute, der Griver hin. Willkommen zur nächsten Runde von Graveyard Keeper und wir zocken weiter mit unserem schönen Holzverarbeitungsprogramm, was wir jetzt hier durchmachen. Sechs Stück kriegen wir dadurch. Okay, reicht das? Ach ja, wir müssen ja hier gucken. Wooden Plank. Ja, ich weiß nicht, wie viel wir da brauchten. Ich mach mal mehr. Ich geh mal kurz gucken. So, wir schalten jetzt auf jeden Fall das hier unten frei. Das will ich mal sehen, was da passiert. Okay, zwei haben wir. Wir brauchen die Dinger und vier Parts. Okay. Die Dinger haben wir ja, das weiß ich. Die sind hier. Und dann müssen wir das nochmal machen. Zack. So, dann haben wir vier Parts, zwei von denen, zehn von denen. Perfekt. Dann machen wir jetzt noch die weg. Das würde ich auch gerne nochmal schnell abgeben. Das können wir auch abgeben. Study Table haben wir noch nicht. Naja, wir lassen es mal so. So, Blut machen wir mal hier rein. So, dann haben wir wenigstens ein bisschen Platz und los geht's. Ich glaube, ich werde nicht genug Energie, glaube ich, haben, um das zu reparieren an einem Schlag. Clear out. Doch. Oh, ich dachte, es braucht mehr. So, da kommt der Typ. Clear out. Oh, willst du mich veräppeln? Hold still. Oh, oh. Who are you? Ich bin der, hier, Friedhofswärter. Und mir gehört die Kirche. Oh, oh. Wir sollen uns verpissen oder er benutzt seinen Dolch. Try to convince him. Ich tu dem mal lieber nix. Der ist von hier gekommen. Gibt es hier hinten noch irgendwas? Es wäre ja kacke, wenn wir da jetzt nochmal durch müssen. Aber guck mal hier. Na, das war jetzt nicht so cool. Okay, von wo kommen wir hier? Na toll. Das war's. Dann brauche ich das ganze Zeug jetzt alles nochmal. Okay, das müssten wir aber auch nochmal hinkriegen. Looks like I need a key to open it. Okay, irgendwas können wir hier machen. Also wir brauchen nochmal 10 von denen. Oh, Wooden Beam brauchen wir. Ich glaube, die kriegen wir noch nicht. Hier, Wooden Beam. Dazu brauchen wir eine Säge. Oh, 200. Okay, das Spiel will auf jeden Fall nicht, dass wir da lang gehen. Ne, hier. Ich werde den Mann nicht dingsen. Können wir hier irgendwas Neues bauen? Ne. Ach, Nägel. Na, das war jetzt irgendwie so ein bisschen so ein Downer, muss ich sagen. So, das kriegen wir hin. Wir müssen gucken, wie wir die hier herstellen können. Wir brauchen einen Furnace. Dafür brauchen wir Steine und noch mehr Iron Parts. Oh Gott. Okay, Steine ist kein Problem. Die liegen hier überall rum. Na, sammeln wir gut diese roten Dinger ein. Das ist gar nicht so schlecht. Was ist das hier? Clear the path. Komplexe Dinger brauchen wir da. Okay. Können wir hier was wegmachen?
quasi hier eine Abkürzung, glaube ich. Hier geht es ja zum Hexenberg. Okay. Also durch diese neuen Gegenstände, die wir haben, geht es wirklich riesenleicht. Und wir sammeln auch gut Zeugs ein. Alter, den brauche ich. Das kann weg, das kann weg. So, die nehmen natürlich ziemlich viel Platz ein. Furnace. So, jetzt brauchen wir nur noch, in Anführungszeichen, die Iron Parts. Das heißt, wir werden die auf jeden Fall wieder herstellen. Wird hinten und vorne nicht reichen, aber egal. Stoneworking. Ich schalte es mal frei. Da können wir hier dieses Reparaturdings bauen. Das können wir auch schon machen. Da muss ich mal gucken. Stonecutter brauchen wir jetzt aber noch. Stonecutter. Brauchen wir eigentlich nur ein paar Nägel. Das passt noch hin. Muss man echt aufpassen, dass man sich hier nicht zubaut, ey. Okay, da können wir die bauen. Oh, okay, das können wir daraus machen. Und wir können ein Repair Kit brauchen, da brauchen wir aber Clay. Das ist natürlich cool. Okay, wir kommen eigentlich immer schon weiter vorwärts. Ich habe wieder noch keine Klingel gehört. Oh, ist klar. So viel dazu. Gut, wir heilen uns aber schnell hoch, das ist okay. Muss die Leiche leider ein bisschen mal auf sich warten lassen. So, wir haben ja ziemlich viel Steine. Ich glaube, dann schalte ich jetzt mal die Kirche frei. Dadurch werden wir nämlich noch sehr, sehr viele neue Rezepte und weiß der Geier was bekommen. So, schnell, bevor hier alles den Bach runtergeht. So, das müssen wir auch noch wegmachen. Klack, klack, klack. Dann machen wir jetzt einfach überall so eine Steindinger dahin und dann passt das, würde ich sagen. Den Typen hier nehmen. So. Sehr cool. Vielleicht kriegen wir dadurch auch ein bisschen Kohle. Müssen wir mal gucken. So, wir machen jetzt das hier einfach. Eieiei, das kostet ganz schön Energie. Oh, gibt uns aber auch übelst viele Punkte. Piece of Stone, Stone Repair Kit. Das ist die Frage, wo bekomme ich Clay her? Aber das kostet auch Iron Parts, das bringt nichts. Eieiei, das kostet echt Energie. 6. Ich brauche auf jeden Fall 2 von den Dingern. Ich habe 2 von diesen Berry-Dingern. Ja, das müsste eigentlich klappen. Das ist. Wo kriege ich einen Clay her? Bestimmt irgendwo in irgendeiner Wand oder irgendwas. Das kann weg. Den heben wir uns mal auf. Okay, dann müssen wir jetzt erstmal schnell. Später. Ist jetzt unwichtig. Ja, wie gesagt, ich muss auf jeden Fall mal dann später mehr mit Essen arbeiten, dass wir uns unsere Energie quasi wieder auffüllen. Ich kann auch, glaube ich, einfach roh diese Karotten und alles essen.
Da bin ich aber, glaube ich, bis morgen beschäftigt. Blim, blim. So, oh, da kommt schon der nächste. Damn. Müssten aber auf jeden Fall noch genug Energie haben. So, aber erstmal gehen wir jetzt hier hin. Aus dem Weg. Trade. Ups. So. Gib mir das Geld. Ja, ist einfach nur ein Berg, wo man die hinpacken kann, glaube ich. Trade, gib mir die. Oh, perfekt. 4 Stück. Ist gekauft. So, ich wäre null Money. Aber ist mir egal. Ich muss jetzt hier wieder dafür sorgen, dass wir die Kirche freischalten. Und wir quasi endlich zum Klerik werden. Vielleicht, wenn wir dieser Klerik sind, redet auch diese komische Frau da mit uns, weil wir da quasi mehr Einfluss haben. So, der Esel müsste eigentlich gleich bimmeln. Klingelingeling. So, mach's gut, Esel. Wie gesagt, man kann später auch einfach alles aus die Dinger rauszapfen, quasi, was geht. Und wir müssen sie nicht vergraben, sondern wir schmeißen sie einfach im Fluss rein. Keine Ahnung, ob es dadurch irgendwann mal irgendwie Probleme für uns gibt, wenn wir die ganzen Leichen immer in den See werfen oder im Fluss vielmehr. Aber fürs Erste kriegen wir jetzt hier immer plus einen Punkt. Und darauf kommt es an. Oh Gott, haben wir noch genug Energie? Ja, oh, phew. Wir machen mal. Das kostet natürlich auch Energie. Oh. Das heißt, wir müssen schnell pennen gehen, solange es auch noch Nacht ist. Ja, lauf. Schnell, schnell, schnell. Schnell einfach ins Bett. Zack. Sehr schön, ist noch dunkel. I'm so refreshed. So. Das alles weg. Ach shit, wir haben keinen Platz mehr. Das ist natürlich ein Downer. So, jetzt machen wir hier noch ein paar Parts. Theoretisch zweimal müsste eigentlich reichen. Jetzt ist natürlich die Frage, haben wir noch genug Platz, um dieses Ding da hinzubauen irgendwo? Wenn nicht, wäre das ganz schön kacke. Furnace. Jetzt haben wir keine Flitsch mehr. Flitsch, Flitsch, Flitsch war hier, ja. Kostet auch Energie. Yikes. So, oh, jetzt wird's interessant. Oh mein Gott. No. Wir können ja was removen. Ach so, okay. Das kostet natürlich auch Energie. Wir haben sogar was wiederbekommen. Cool. So, hui. Ein Glück. Oh, wir können es auch rotaten.
mal, der Hammer hält noch durch. Nice. Okay, da können wir übelstes Feuer. Ah, wir brauchen sogar Feuer, denke ich mal. Das dauert Zeit. Okay. Also Mist, wir brauchen Feuerholz. Wood Pellet. Hier. Feuerholz. Alles klar, wie viel haben wir bekommen? Nur 6. Eieieiei, jetzt heißt es, wir müssen jetzt das Ding hier wieder machen. Haben wir nicht genug Dings? Boah, ey. Das ist ein ewiges Hin und Her hier. Schlafen. Kling, 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 kling. Okay, machen wir erstmal das. Erstmal darum. Wie gesagt, Holz haben wir hier genug rumzuliegen. Daran sollte es jetzt nicht scheitern. So, raus damit. Dün, 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 dün. Stimmt, haben wir noch gar nicht fertig gemacht. Ups. Kann ich das Ding hier endlich wegmachen? Nee. So, dann machen wir das mal schnell fertig. Zack. Und jetzt bei minus 1. Aber es fehlt nicht mehr viel. Können wir hier den Zaun mal reparieren? Nee, auch nicht. Okay. Es fehlt nicht mehr viel. So, Feuerholz. Brennt jetzt und jetzt machen wir das Zeug hier rein quasi. Und dann dauert es halt Zeit, bis es fertig ist. Alles klar. Okay. Dann können wir jetzt versuchen, hier die hier weiterzumachen. Oh, die Energie, Alter, das geht gar nicht. Das ist ja mehr als heftig. Ist der jetzt aber auch an hier? Nee, den müssen wir quasi auch anfeuern. Honig wäre natürlich auch mal cool gewesen. Können wir hier irgendwas kochen? Salz? Wie kriege ich Salz? Ja, aber plus 25. Das bringt's ja jetzt auch nicht. Fisch wäre auch cool. Haben wir aber nicht. Lasagne, 3 Stück. Nichts, was wir. Wir können Brot machen. Tja, wo kriegt man Salz her? Fuel vom Firewood. Haben wir hier irgendwo Salz? Oder ist es einfach nur eine Zutat, die war irgendwo. Ach. Wir gehen schlafen. Salty Salt. So, dann müsste eigentlich das Ding fertig sein. Och, der ist auch schon wieder da. Aber ist nicht so schlimm, weil wir kriegen wieder einen Punkt mehr. Oh, Alter, was haben wir denn alles bekommen? Asche haben wir auch bekommen. Das hat echt für einmal nur gereicht. Wie viel haben wir bekommen?
ich nur einen einzigen. Oh, scheiße. Weg. Tja, was wir mit Asche machen, werden wir sehen. Das haben wir nichts, was wir machen können. Tja, dann gehen wir weiter. Dün, dün, dün. Haben wir irgendwas, was wir hier nochmal verbessern können? Axeman, you know how to use an axe shopping small, we can now give you an additional lock. Oh, wir können mehr Feuerholz machen. Graphit, Gold, Ohr, Silber. Oh, 200. Forging, bringt das irgendwas, was auch immer wir mit Glas machen können? Keine Ahnung. Master Gathering. Ja, das kostet ja nicht viel. Insekten. Da können wir nichts machen. Stone. RIP. Tja, hier guckt euch das an, dass man alles noch nachher rausholen kann hier. Ist wahrscheinlich. Egal, wir nehmen jetzt erstmal die Leiche. Vielleicht reicht es ja schon, aber ich glaube noch nicht. Auch mal schön zu wissen, was wir mit Blut und Fett und so machen können. Reparieren wäre eigentlich cool. Bei plus 1. Unser Ziel war wie viel? Plus 5 oder so, ne? Plus 5. Shit. Fehlt noch ein bisschen. Vielleicht reichen auch erstmal die Holzgräber-Dinger. Muss ich mal gucken. Cross. Eine Planke. Da. Das ist gut hier. Och, es dauert aber auch so lange. So, einmal Nägel haben wir ja noch. So. Gehen wir jetzt nochmal pennen. Wake up, wake up. Ah, schade. Okay, wenn wir die Leiche jetzt verbuddeln und die Dinger, die wir eben hergestellt haben, da rumbauen, dann sollte es eigentlich reichen. Ich weiß jetzt gerade nicht, wann der Bischof kommt. Der kommt wann? Bei dem Ding. Es dauert noch ewig. Shit. Das ist ein bisschen schade. Aber es ist jetzt quasi die letzte Leiche, die wir machen. Also theoretisch, ich mache es jetzt einfach immer weiter. Aber vielleicht ist es halt klüger, die lieber auszuweiden komplett. Und vielleicht können wir ja da irgendwie Sachen noch verkaufen oder irgendwas anderes tauschen. Das weiß ich halt nicht. Du, 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 du.
So, haben wir hier jetzt noch irgendwo? Ne, haben wir nicht. Wir müssen hier noch ein Grab bauen. So. Kostet natürlich auch Energie. Ah, shit, ich Trottel, hätte mal gucken sollen. Das ist natürlich ein Downer jetzt. Aber es müsste eigentlich noch reichen. Ja, plus 5, okay. Wenn jetzt hier nichts mehr kaputt geht oder so, sollten wir eigentlich fein sein. Ja. Könnten ein bisschen Geld wieder tauschen. Ja, jetzt müssen wir eigentlich wirklich nur noch die Tage abwarten. Alles nix. Aber ich würde sagen, wir tauschen einfach noch mal die Dings ein. Das könnten wir eigentlich auch mal wieder bepflanzen. Also was haben wir sonst zu tun? Eigentlich nichts. Bienen habe ich auch nicht mehr gesehen hier irgendwo. Ich müsste mal den Honig ernten können. Interessieren, von wo der Esel losläuft. Und ob der aus der Stadt kommt. So, das beim Schmied kaufen brauchen wir eigentlich nicht. Wir bräuchten wirklich nur Holz. Trade. Hey. Danke. Wollte der eigentlich Wein haben? Got a bottle of wine. Und ach, 6 hat er. Zählt es? Was ist schon die nächste Tier? Vielleicht habe ich die irgendwann mal freigeschalten. Wir nehmen einfach mal einen. Warum nicht? Vielleicht sagt Gary uns ja irgendwas Cooles Neues. Wie gesagt, wir warten, müssen jetzt leider bis hier warten, bis der Bischof kommt. Wir wollten eigentlich noch ein paar Samen holen. Ja, ich habe immer noch keine Ahnung, wo wir Zwiebeln herbekommen. Vielleicht ist es hier die zweite Tier. Ich kann es nicht sehen. Pumpkin sehe ich. Keine Ahnung. Machen wir mal 8. So, auf geht's. Ja, ich glaube, es dauert mir jetzt aber ein bisschen zu lange. Also das mit der Kirche werden wir leider doch nicht schaffen. Habe ich jetzt hier irgendwas noch eingesammelt von dem... So, wir gucken mal, ob wir hier Gary den Wein andrehen können oder ob der eine spezielle Art von Wein haben möchte eigentlich. Keine Ahnung.
Give him wine. Task completed. Ask some questions. I don't remember. Aber ich habe ihm noch einen Wein gegeben. Gary, okay, haben wir auch erledigt. Na toll. Mano, ich mache hier immer alle Sachen und kommt nichts bei rum. Wir sind sowieso leer, das heißt, wir würden jetzt einfach nur schlafen. Also theoretisch würde ich jetzt noch die Samen pflanzen, denn einfach die Zeit verstreichen lassen, bis quasi ich die Kirche eröffnen könnte. Aber ich denke mal, wir machen jetzt hier erstmal einen Cut. Ich gucke mir, wie gesagt, auf jeden Fall mal das Ergebnis an, wenn das Spiel rauskommt. Und ob es sich lohnen würde, daraus ein richtiges Let's Play zu machen. Zeitlich müssen wir halt mal gucken, ob ich es hinbekomme. Aber fürs Erste sollte es erstmal reichen, um so einen einigermaßen Überblick zu bekommen. Was macht das Spiel? Was kann man hier alles machen? Also es ist wirklich sehr komplex. Wir haben noch nicht mal wirklich an der Oberfläche gekratzt. Und es ist halt wirklich so ein bisschen mit Hin- und Herlaufen verbunden. Hier, jetzt könnte ich unten den Keller, könnte ich jetzt komplett aufdecken, dadurch, dass ich jetzt meine eigenen Iron Parts machen kann und so weiter und so weiter. Wahrscheinlich kann man mit den ganzen Teilen, die wir da aus den Leuten aus der Autopsie rausnehmen, auch noch irgendwas machen. Haben wir auch noch nichts quasi erforscht. Gekocht habe ich auch noch nie. Also es gibt wirklich extrem viel zu tun hier in dem Spiel. Aber es soll es erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich wie immer fürs Zugucken. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ich hoffe, ihr guckt in der nächsten Folge auch wieder mit rein. Zwar bei dem anderen Spiel, aber passt schon. Ich bedanke mich und haut da rein, Brines. Ciao.